Ja, eine gute Frage. Ich würde da zwei Punkte nennen wollen. Das erste und, glaube ich, allerwichtigste ist, Forschen steht für Bildung durch Wissenschaft. Das ist der Punkt, den auch Ludwig Huber immer wieder gemacht hat. Und im Prinzip das, was damals Wilhelm von Humboldt gefordert hat, dass man durch Forschung lernt. Und das ist das, wofür die Hochschule steht, dass die Lehrenden und die Studierenden gemeinsam an einem Problem forschen und durch Wissenschaft treiben. Wobei Wissenschaft damals etwas anders gemeint war. Der zweite Punkt ist, dass wir Forschung auch außerhalb der Hochschule haben. Und wenn Sie in der professionellen Arbeit unterwegs sind, dann haben Sie immer mit irgendwie Daten, die auf Forschung beruhen, zu tun. Also seien es Statistiken, seien es Prüfberichte oder Marktforschungsanalysen. Das können Sie erst verstehen, wenn Sie selber mal geforscht haben. Auch dafür steht Forschen. Naja, wenn wir davon ausgehen, dass forschendes Lernen, also das Erleben von Forschung Sinn für die Hochschullehrer macht, dann sollte man, weil ja heute das Studium aufgeteilt ist in Bachelor- und Masterstudium, sollte man natürlich den Studierenden im Bachelorstudium die Forschung oder das Forschungserlebnis nicht verwehren. Oft ist es ja so, dass davon ausgegangen wird, dass spätestens mit der Bachelorarbeit dann tatsächlich die Studierenden zumindest mit Forschung zu tun haben, aber wie wir Lehrende wissen, oft ist dann auch der Forschungsanteil in so einer Arbeit gering. Das heißt, auch Studierende im Bachelorstudium sollten eine echte Chance haben, Forschung durch eigenes Tun zu erleben, um zum Forschen lernen zu kommen. Ja, auch gute Frage. Wird sehr oft auch ins Spiel gebracht, nämlich dass man sagt, dass die Forschung, das Herangehen sich je nach Disziplin ja unterscheide. Im Forschen und Lernen ging man in der Regel davon aus, dass man sagt, okay, es gibt zumindest Ähnlichkeiten im Forschungsprozess, dass man von einem Thema und einer Fragestellung zur Erhebung oder Wahl der Methodenerhebung und dann zu einer Diskussion kommt. Ich habe heute einen Vortrag gehalten und in dem Vortrag ging es um Forschungsformen. Und ich würde behaupten, dass es nicht bloß der Forschungsprozess, sondern auch bestimmte Methoden oder Forschungsformen sind, die gemeinsam sein können. Also zum Beispiel das Erheben von Daten oder Beobachten, dass sie genauso in gewissen Naturwissenschaften wie in den Sozialwissenschaften haben oder Theoriebildung als einen Forschungsprozess. Da haben sie dann doch sozusagen mehr Gemeinsamkeiten über die verschiedenen Disziplinen hinweg. Das kommt aus unserem Projekt heraus als Ergebnis relativ klar. Was immer geht als Methode bzw. Forschungsform ist entweder, dass sie Daten erheben und damit arbeiten und/oder, dass sie Prozesse simulieren. Heutzutage relativ simpel durch die gestiegene Rechnerverfügbarkeit. Insofern, ja, es gibt die Differenzen über die Disziplinen hinweg, aber forschendes Lernen ist trotzdem immer auch von Anfang an möglich.